Servus, meine Freunde, hier ist wieder euer Kollege. Ich begrüße euch zum 25. Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison. Es ist das Topspiel, das Samstagabendspiel, Flutlichtzeit. Der FC Bayern München, der Tabellenerste, der ungeschlagene Tabellenführer, fordert ja, den einzigen Gegner raus, der sie zuletzt schlagen konnte, nämlich die Leverkusener, die auf Tabellenplatz 3 abgerutscht sind. Noch zur Winterpause extra Verfolger mit 7 Punkten Rückstand. Sind sie mittlerweile weit abgeschlagen, 24 Punkte Rückstand auf die Bayern. Ja, das wird wohl nichts mehr, auch nicht mit Bayer Vizekusen, denn die Dortmunder haben 4 Punkte Vorsprung und ich glaube, das werden sie nicht verschenken. Und ja, diese Woche stand im Zeichen des FC Bayern, denn diese Woche fand ein anderes Thema statt, nicht direkt Fußball, sondern mehr der Uli Hoeneß-Prozess, der Steuerhinterziehungsprozess, und der prägte wirklich diese Woche. Die ersten drei Verhandlungstage waren Montag, Dienstag, Mittwoch und am Donnerstag fiel dann das Urteil, in dem Uli Hoeneß aufgrund der nicht vollständigen und dadurch nicht wirksamen Selbstanzeige im Auge des Gerichts zu 3 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt wurde. Das ist jetzt die Frage, Revision ist möglich, aber heute wurde bekannt, am Freitag wurde bekannt, Uli Hoeneß verzichtet auf Revision und das ist ein Zeichen menschlicher Größe, wofür ihn auch einige Leute Respekt zollen, denn das macht nicht jeder, er akzeptiert das Urteil, er könnte in Revision gehen, denn wie ihr wisst, ich kenne mich da ein bisschen aus, die Wirksamkeit der Selbstanzeige steht in Frage und der Bundesgerichtshof könnte das klären. Die Selbstanzeige ist nicht vollständig, aber ist sie damit gleich unwirksam? Ich sage nein, sie ist in Teilen wirksam und muss sich deswegen in Teilen auch auf die Freiheitsstrafe auswirken. Aber das wird jetzt wohl nicht geklärt, da Hoeneß ja auf die Revision verzichtet hat. Zudem ist er heute von seinen Ämtern zurückgetreten, was eigentlich klar war und womit eigentlich alle gerechnet haben. Und ja, trotzdem bleibt Uli ein Teil des FC Bayern. Er wird ja auch nur in Anführungszeichen 2 Jahre und 4 Monate Haft absitzen müssen. Das ist die Regelung. 2 Drittel der Haftstrafe müssen abgesessen werden und das restliche Drittel. Oh, Elfmeter. Warum gibt es Elfmeter? Oh, weil ich gegen gesprungen bin. Ja, ist ein geiler Elfmeter. Müller hat unter der Woche verschossen, deswegen will ich jetzt überlegen, wer schießt. Ich lasse Alaba schießen. Okay, das ist die Chance zur frühen Führung des FC Bayern. Und da ist es. Das 1:0 für die Bayern in der 5. Spielminute. Ja. Das schmeckt. So, wo war ich? Ja, Hoeneß hat die Ämter heute niedergelegt. Was eigentlich da war nach der Haftstrafe, da kann man nicht als Präsident, nicht als Aufsichtsratsvorsitzender tätig sein. Und ein Nachfolger steht schon fest. Der Vorstandsvorsitzende der Adidas AG wird Aufsichtsratsvorsitzender, der Herbert Heiner. Und Karl Hopfner wurde ins Präsidium. What the fuck? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Sydney Sam gleicht aus. Ich habe ein Déjà-vu. Also das war ja auch schon in Leverkusen so. Ja, gut. Da die gewonnen, so Zeron nicht aufgepasst. Kommentieren und nebenbei labern. Geht nicht. Na geil. Ins Präsidium wurde Karl Hopfner gewählt, was natürlich ein Zeichen dafür ist, dass er Präsident werden könnte. Würde auch passen. Ist ein guter Mann. Aber ich fand die Woche und auch schon vorher ist nicht gut, dass eine mediale Hetzjagd stattfand. Und ich schätze mal, dass deswegen Hoeneß auf Revision verzichtet hat. Denn das würde es noch in die Länge ziehen. Um ein Jahr circa. Und deswegen hat er es akzeptiert. Und das ist gut. Alter, warum stehe ich so frei? Das gibt's nicht.
Ja, 2 Jahre, 4 Monate. Das heißt, 2016 wird er rauskommen. Und ja, mal sehen, wie es dann weitergeht. Ich schätze mal, er wird immer ein Danke. Platz bei FC Bayern sein. Klar. Und ja, ich bin Jetzt ist mal es mal ein gespannt, wie bisschen die Spieler so Tempo total drin im verkraften. Angriff. Guardiola hofft ja auf ein... Wow, also langsam wird's brenzlig. Guardiola hofft ja auf einen Rückkehr von Uli Hoeneß. Das kann auch gut sein. Ein Platz ist auf jeden Fall da für Hoeneß. Und ja, jetzt kommen wir mal zum Fußball. Leverkusen macht mir richtig Probleme. Gefällt mir gar nicht. Nach einer schnellen Führung machen sie mir übelst Probleme. Aber sie haben schon unter der Woche gezeigt, dass sie gut sind. Und nein. Verdammt. Ne, Robben macht das da nicht. Das macht da Ribéry. Und mal sehen. Oh, Leno ganz gut. Dante mit dem Nachschuss, aber Leno wieder ganz gut. Boah. Ja, jetzt machen die beiden Druck. Die ziehen das Tempo an. Deutlich. Und jetzt muss auch langsam mal das 2 zu 1 fallen. Und da ist es. Mario Mandzukic. 19. Spielminute. 2 zu 1. 3 Tore in 20 Minuten. Jetzt muss ich aber aufpassen, Leute. Jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich nicht gleich wieder postwendend, posthum gleich den Ausgleich kassiere durch Sam. Ich weiß, ob der überhaupt spielt. Aber man sieht, die Leverkusen trauen sich was zu, obwohl es nicht so gut lief bei denen. Bayern hatte ja auch unter der Woche ein bisschen Pech, gerade weil die auch ein bisschen schlampig gespielt haben. Sie hätten gegen Arsenal gewinnen können, aber unter anderem hat Müller den Elfer verschossen. Und ja. So kam es nur zu einem Unentschieden, aber hat ja auch gereicht. Dante. Es war nicht so wie im letzten Jahr, wo wir wirklich um das Weiterkommen gezittert haben. So, lauf, 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 lauf. Ah, abseits. Puh. Schade. Ich bin echt mal gespannt, wie das weitergeht. Wer beim Präsidenten wird, Karl Lofner, würde ich das auf jeden Fall gönnen. Aber die Lücke Hoeneß kann man wirklich nicht schließen. Der FC Bayern ist ein Lebenswerk und es war wirklich nicht okay, wie die Leute das gehandhabt haben. Er ist ein Steuersünder, aber er hat seine gerechte Strafe gekriegt. Und ja, das ist echt ein bisschen dumm gelaufen. Hoeneß hat seinen Fehler auch eingesehen. Aber wie da echt verfahren wurde, ist nicht okay. Sein Lebenswerk soll sich natürlich nicht auf die Strafe auswirken, hat es auch nicht, aber man sollte es nicht vergessen. Ne? Und es gibt schlimmere Straftäter, denn man muss auch bedenken, gut, Hoeneß wurde erwischt, aber es gibt noch tausende Steuersünder hier in Deutschland, die Steuern hinterziehen und teilweise auch Steuern hinterziehen in doppelter Hinsicht. Einmal Steuergelder verbrauchen, weil sie Hartz-IV-Empfänger sind. Und dann vielleicht noch Schwarzarbeiten. Das ist ja so gesehen eine doppelte Steuerhinterziehung. Ne? Und da gibt es sicher Tausende von, die nicht erwischt werden. Und jetzt, weil Hoeneß erwischt wurde, kann er jetzt nicht als Buhmann für alle dastehen. Also das ist so nicht okay. Und es gibt noch Schlimmeres. Was ich richtig schlimm finde, ist diplomatische Immunität. Und das nutzen auch viele aus, um Straftaten zu begehen. Und das finde ich verhältnismäßig viel schlimmer als so eine Steuerhinterziehung. Und ich kann teilweise Hoeneß auch verstehen. Denn hier in Deutschland ist es leider so, mit den Steuergeldern wird nichts Gescheites angefangen, größtenteils. Und wenn der Staat was Gescheites macht mit den Steuergeldern, dann ist man auch gern bereit zu zahlen. Das hat Uli Hoeneß auch mal gesagt. Aber hier wird ja nichts Gescheites damit gemacht. What the fuck? Boah, nee. Ey, heute ist echt nicht mein Tag. Ja, falscher Fuß hier oben, du hast mit links abgeschossen. Verdammt. Ja, guter Pass von Son, gute Flanke und Kießling dann direkt. Ja, super, 2 zu 2, 2 Gegentore, also das kriegen die Bayern echt selten. Muss ich mal ein bisschen Druck machen hier, das gibt's echt nicht. Leverkusen ist frech und ich laber mich hier um Kopf und Kragen. Ah, ja, Handspiel, wollte ich gerade sagen. Das muss doch nicht sein, eine völlig unnötige Aktion.
Jetzt könnte es gefährlich werden. Thiago bringt die Flanke rein. Alter. Also das ist hier, ich glaube Leverkusen hat wirklich nur zwei Chancen und die haben sie reingemacht. Also knallhart effektiv. Und ich fühle mich echt um Kopf und Kragen. Ich habe mehr, viel, deutlich mehr Chancen, aber irgendwie läuft es nicht. Aber wo passt du denn hin? Ey, Foul! Verdammt. Also das war eigentlich ein Foul, klares Foul an Rafinha. Jetzt muss man aufpassen, dass Sonder nichts draus macht. Und Castro auch nicht. Nein. Ja, also hätte er das jetzt gepfiffen, das wäre unfair gewesen. Auf Robben. Robben. Robben zieht nach innen. Aber er verliert den Ball. Verdammt. Oh, Bayern steht zu offensiv. Man merkt's. Stehen sehr offen. Und ich ziehe die Verteidiger auch immer weg. Nein. Oh, die Bayern haben... Hallo? Ja, wollte ich gerade sagen, das war ein Foul. Die Bayern haben merklich Probleme. Also, puh. Chancen nach vorne, aber hinten stehen sie nicht sicher. Sorry für den Reusperer. Robben. Ja, genau, Bönisch. Boah. Irgendwie komme ich mit der 4-1-4-1 Aufstellung nicht klar. Ja, und jetzt natürlich wird abgepfiffen. Eine sehr brisante erste Halbzeit, 4 Tore. Habe ich so ein bisschen im Kopf und Kragen geredet. Meine Fresse, ey. Sim. Und ja, der Elfmeter, früher Elfmeter, habe ich vielleicht ein bisschen in Sicherheit gewiegt. Ja, ärgerlich. Wer kommt jetzt? Wolf ist für Can. Okay. Wolf hat noch nicht gespielt. Achso, Can hat eine gelbe. Okay. Auf Wolf müssen wir aufpassen, der kann gut schießen. Oh, Ribéry. Hat den Ball gut erobert und verliert ihn dann. Ja, komm. Ja. Leute, in der Abwehr, was macht ihr da? So, jetzt aber mal hier. Robben. Den Pass auf Thiago. Aber wo ist Ribéry? Meine Güte, in der Offensive. Ja, und Dante ist natürlich zu offensiv. Aber jetzt auf Ribéry. Ja, genau. Du bist so schnell wie Ribéry, Spike. Sicher doch. Sicher. Du hast ja, glaube ich, nur 74 Tempo, aber... Ja. Warte mal, jetzt... Nee, jetzt muss ich mal wechseln. Das geht so nicht. Da müssen wir ein bisschen sicherer fahren. Rafinha raus, hat ein gutes Spiel gemacht, aber jetzt kommt Schweinsteiger rein. Im Mittelfeld... Geht's. Ah, Thiago bleibt noch drin. Aber jetzt müssen wir mal so ein bisschen Feuerwerk abbrennen, offensiv. Ein offensives Feuerwerk abbrennen, denn 2:2 ist nicht zufriedenstellend. Ist echt nicht zufriedenstellend. Aber die beiden werden noch früh gestört. Von den Leverkusenern. Götze. Da sollte der Ball eigentlich nicht hin. Boah, Götze. Ja, Kiesling wird nicht... Meine Güte, was ist denn in der Abwehr los hier? Nein. So, jetzt aber. Thiago. Jetzt wird der Konter eingeleitet. Ja, jetzt sind die schnell und körper... Nein. Dante macht das gut. Das war eigentlich wieder ein Foul. Was? Schiri. Hä, Kiesling auf der Außen? Was haben die denn geraucht? Was macht der auf der Außen? Verdammt. Guardado für Son. Ja, Guardado ist eigentlich eher der Defensivmann. Aber die Bayern müssen jetzt echt mal ein bisschen zulegen. Wie schnell sind denn die bitte? Das ist. Hallo, Leverkusen hat keine schnellen Verteidiger. Sorry, aber das ist unlogisch. Und der Einzige, der richtig fix ist, ist Sidney Sam, und Guardado ist auch noch ein bisschen fix. Boah, nein. Dante. Ja, genau. Schön in die Mitte. Nein. What the fuck? Was geht hier bitte ab gerade? Die Bayern haben echt Probleme, merklich. Das ist...
Das Thema Hoeneß beschäftigt sie wohl doch. Ja, Mann. Ja, genau. Einfach mal nach vorne. Diese weiten Dinger, aber Lahm macht das gut. Oh Gott. Ja, Guardado. So kann ich auch klären. So, jetzt reicht es mir aber hier. Alter, Hilbert, du bist nicht so schnell wie Ribéry. Du bist gleich körperstärker, aber nicht so schnell wie Ribéry. Gott, Gott. Ah, Mann, dammit. Wo passt Schweini? Meine Güte. Diese, ja, genau. Nix. Und der Verteidiger verhindert Schlimmeres. Ja, genau. Boah, das läuft hier echt nicht. Meine Güte. So, jetzt. Handspiel. Robben. Nein, Mann. Wo sind meine Anspielstationen? Ja, genau. Ja, Guardado. Das gibt's nicht. Er ist genauso klein wie Lahm. Oder wäre ich sogar noch kleiner. Ja, und Leverkusen ist irgendwie durchsetzungsfähiger. Also jetzt reicht's mir ja. Das ist ja nicht anzusehen. Was ist hier in der Verteidigung los? Das verstehe ich einfach nicht. Thiago muss raus. Jetzt hol ich mal Shaqiri rein. So. Und Müller im Sturm. Mandzukic, das... Sorry. Das ist ein ja, gib mir gelb. Das ist mir jetzt relativ egal. Das geht so nicht. Das ist ein Topspiel in der ersten Halbzeit, in der zweiten nicht so. Ja, schlechter Freistoß. Wie Leverkusen das hingekriegt hat, eigentlich nur, weil ich geredet habe und euch abgelenkt wurde. Toll. Götze? Oh, Götze nach unten. Oh Mann, ey. Das ist so witzlos teilweise. Wie das Spiel programmiert ist. Und jetzt bunkern sie natürlich. Jetzt muss ich mich hier durchfuchsen. Müller mit einem guten Pass auf Robben. Ah, der natürlich in den Rücken. Ah, Mann. Ja, jetzt kontern die Leverkusen natürlich wieder schnell über schnellen Außen. Der geht natürlich nach unten. Und vielleicht gleich wieder nach oben. Mann. Nee, keiner will unentschieden spielen. Aber irgendwie kriege ich gerade nichts gebacken gegen die Leverkusener. Das ist so nervig. Ja, jetzt natürlich wieder oben über Guardado, weil er natürlich schnell ist. Meine Schnellen, die werden natürlich locker eingeholt von Leuten wie Bönisch oder Spajic. Das ist, sorry, das ist teilweise echt so sinnfrei. So, jetzt Tempo, Dribbling von Ribéry. Legen wir ein bisschen Tempo ein. Ja, du kommst, ja genau, du hast so viel Tempo wie Franck Ribéry. Das kannst du knicken, ey. Und jetzt? Nein. Ach, Mann. Und Leno pariert. Ah, wäre das nicht ein Unentschieden für die Bayern? Das wäre eine kleine Überraschung. Das wäre ja eine große Überraschung. Jetzt kommt der Diok bestimmt. Eren der Diok. Ja, so. Jetzt halt ein Eckballtor. Nee. Götze. Nein, und Leno. Ich verzweifle an Leno, ey. Das ist unfassbar. Der ist eigentlich gar nicht so gut, aber jetzt ist er richtig gut. Und da kommen so eine Fehlpässe. Mandante. Das gibt's nicht. Ja, genau. Guardado, ey. Ein Angriff geht vielleicht noch. Ah, Götze vertändelt den. Und Alaba läuft zurück. Warum läuft Alaba zurück? Das fasse ich nicht.
Nee, bei den Bayern ist der Wurm drin. Der Hoeneß-Prozess hat sie vielleicht doch ein bisschen beeinflusst. Was ich schade finde. Ja, super. Und das Spiel endet wohl oder übel 2:2. Oder vielleicht auch nicht. Bitte lass. Nein. Okay. Ja, das Topspiel endet 2:2 nach einem brisanten Auftakt. Mit zwei. Ja, ich glaube, was hatte. Ich glaube, Leverkusen hatte nur zwei Chancen, ne? Eine. Wow. Ja, geil. Aus einer Chance zwei Tore. Wieder Glanzleistung. Ja, die Bayern haben es wieder vertändelt. Sie hatten ein besseres Spiel gemacht als der Gegner. Das war am Mittwoch auch so. Ja, aber nur unentschieden. Ist wirklich ärgerlich, ist bitter. Damit ist die Entscheidung zur Meisterschaft etwas länger rausgezögert, wenn die Dortmunder gewinnen. Dann haben sie zwei Punkte aufgeholt. Ja, müssen wir noch warten. Schade. Wirklich schade. Ja, ich bin. Also, ich tippe aber mal, Bayern wird sich nicht stören durch das Bohai um den Hoeneß-Prozess und wird auch Leverkusen besiegen mit 3:1. Werden besser die Chance nutzen als ich. Und ich bin mal auf eure Tipps gespannt. Schreibt sie in den Kommentaren. Schreibt auch rein, was ihr zum Hoeneß-Prozess denkt. Zu dem Rücktritt, zum Revisionsverzicht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und ich verabschiede mich wie gewohnt. Nicht vergessen, immer schön unsportlich bleiben. Reingehauen, wiederschauen. Tschaußens.